Bruce Broughton, Richard Bellis und Alan Silvestri sind nur drei der Superstars, die sich bei der vierten Gala der Filmmusik vorm Wiener Konzerthaus auf dem roten Teppich zeigten. Hollywoods bedeutendste zeitgenössische Filmkomponisten und Dirigenten für einen Abend in Österreich, wo die Filmmusik einst mit Erich Wolfgang Korngold und Max Steiner ihren Ausgang nahm. Ein Abend, in dem nicht die Texte aus Blockbustern wie Harry Potter, Forrest Gump oder Zurück in die Zukunft im Vordergrund stehen, sondern die Noten, die jenen Filmen die Stimmung gaben. Willkommen zu Hollywood in Vienna, der großen Galanacht der Filmmusik. Welcome to our Hollywood in Vienna Gala Evening. Wir werden heute magische Momente erleben. Momente, die ihren Zauber der Musik bedeutender Filmkomponisten verdanken. Dem zehnfachen Emmy-Preisträger und Governor der Oscar Academy, Bruce Broughton, verdanken wir übrigens nicht nur den musikalischen Auftakt des Abends. Seine Begeisterung ist auch eine treibende Kraft des Erfolgs von Hollywood in Vienna. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie mit mir Bruce Broughton. Es freut mich sehr, hier zu sein und dieses fabelhafte Orchester nochmals zu hören. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren, magisch schönen Abend. Dankeschön. Thank you.
Nur wenige Figuren haben uns so in ihren Bann gezogen wie Harry Potter. Die nun folgende Suite ist ein faszinierender musikalischer Tribut an die magischen Kräfte des jungen Zauberers und zugleich eine Weltpremiere. Sie hören Stücke von John Williams, Patrick Doyle und Alexandre Desplat.
Das Medley, das Sie soeben hörten, war übrigens eine Weltpremiere. Es fällt schwer, sich der Magie von Harry Potter zu entziehen. Dennoch werden wir uns nun von ihm und seinen jungen Freunden verabschieden müssen. Aber wer könnte ein solches musikalisches Lebewohl besser zum Ausdruck bringen als der Dirigent der Harry Potter Soundtracks? Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Mr. Alistair King. Thank you. Thank you very much indeed. Ladies and gentlemen, very good evening to you. This is my first time in Vienna, and I have had a wonderful time. And the best part, the very best part, has been to listen to and to work with this fabulous orchestra.
Die nächste Station führt uns in die sagenhafte Welt der Drachen. Genau gesagt auf die Insel Berg. An diesem mystischen Ort spielt der DreamWorks-Film How to Train Your Dragon. Drachenzähmen leicht gemacht. Mit seinem Oscar-nominierten Score hat John Powell diesem Ort ein bezauberndes Klangbild erschaffen. We'll be right back.
Meine Damen und Herren, nun folgt ein Moment, der uns auf ganz besondere Weise verzaubern wird. Wir fliegen mit dem liebenswerten außerirdischen E.T. durch die Lüfte, begleitet von den Harfenklängen von Xavier Demestre, eine weitere Weltpremiere. Thank you.
Meine Damen und Herren, Korngolds King's Row Fanfare hat nun soeben den zweiten Teil unseres Konzerts eröffnet, der ausschließlich dem Werk unseres diesjährigen Max Steiner Preisträgers gewidmet ist, Alan Silvestri. Lassen Sie sich nun mitreißen und verzaubern von einem Medley. Wir beginnen mit dem Tiefseeabenteuer Abyss, begleitet von dem Chor der Wiener Singakademie. Und enden mit dem weihnachtlichen Polar Express.
Wir haben Silvestris Medley nun mit dem dynamischen Hauptthema aus der Polarexpress beschlossen, durch das sich übrigens sogar Tom Hanks dazu hinreißen ließ, selbst auf dem Soundtrack mitzusingen. Dass wir daran glauben sollten, dass sich unsere Träume verwirklichen lassen, erinnert der berührende und Grammy-Preis gekrönte Song Believe aus demselben Film. Heute Abend wird ihn unser österreichisches Stimmwunder Nadine Beiler interpretieren. Wir freuen uns besonders, dass der Komponist seinen Titel selbst dirigieren wird. Ladies and gentlemen, please welcome Alan Silvestri and Nadine Beiler. Stop.
Meine Damen und Herren, falls Sie jetzt eine Gänsehaut bekommen haben, Sie werden sie behalten. Allerdings nicht aufgrund einer besonders schönen Stimme, sondern wegen der erschreckenden Wiederauferstehung einer Mumie. Folgen Sie mir nun zur nächsten Station unseres Abends voller Magie und Mystik und hören Sie, was geschieht, wenn The Mummy returns. Thank you.
Jetzt treffen wir auf eine Welt, die weit weniger gefährlich ist. Es ist eine nachdenkliche Welt, die uns auf leise Art fasziniert. Hat jeder von uns sein Schicksal? Oder treiben wir nur so dahin wie eine Feder im Wind? Sind unsere inspirierenden Begegnungen zufällig, vorherbestimmt oder beides? Welcome to the world of Forrest Gump.
Meine Damen und Herren, zur Verleihung des diesjährigen Max Steiner Awards darf ich nun die Organisatorin und Produzentin von Hollywood in Vienna zu mir auf die Bühne bitten. Ladies and Gentlemen, Sandra Tomek. I don't know why those guys in Hollywood didn't present you an Oscar yet, but Vienna will award you tonight with our Oscar, the Max Steiner Award. Und für unsere Preisverleihung bitte ich nun Herrn Stadtrat Christian Oksanic und Mr. Ambassador William Eco auf die Bühne. Please join me on stage. Guten Abend. Alan Silvestris Musik hat unglaublich viele amerikanische Filme bereichert. Und wir alle wissen, Musik kann einen Film prägen. Der Max Steiner Award bei der City of Vienna goes to Alan Silvestri. Thank you to the people who really make music live for all of us. And that happens to be the spectacular orchestra and choir of Vienna, who have just broken my heart and thrilled me all in one night. Thank you so much, people.